Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Freunde. Wir reagieren heute wieder auf virale und richtig krasse YouTube-Shorts. Ich bin mega gespannt, was heute alles mit dabei sein wird, Leute. Lasst gerne schon mal ein Like da, ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Kleber zusammen. Oh, das tut weh. Oh nein, würde ich niemals machen. Oh, Sekundenkleber. Da muss man sehr aufpassen. Mit Salz und Wasser. Soll das Ganze ganz dann löst sich der Kleber, okay, das probieren wir aus mit Ich glaube nicht, dass ich das mache, aber ich nehme jetzt hier echt Sekundenkleber. Oh nee, das würde ich niemals machen, Sekundenkleber. Auf meine Hand und klebt das Ganze down. Jetzt so zusammen. Nein. Siehst du das? Die Haut klebt hier zusammen. Oh. Ey, das ist richtig fest. Oh mein Gott, kriegst du Kleber auseinander? Nein. Erst Salz. Boah, okay, warte, das ist sehr mutig, dass er das austestet. Das ist gute Jodsalz und? Und? Kann sich gut einreiben. Jetzt sollte es eigentlich mit warmem Wasser weggehen. Okay, warte, hier warmes Wasser rein. Sollte gehen, aber okay. Ich weiß nicht, ob es direkt funktioniert. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen mehr Salz rein. Safe geht das nicht, oder? Hätte ich aber Jodsalz. Und? Machst du Fortschritte? Klappt's? Bis jetzt noch nicht. Oh nein. Oh, doch, jetzt. Und? Oh, oh, ich bin auseinander. Oh, klebt die Finger mit. Das tut richtig weh. Ich habe mir einen neuen Hund gekauft. Die ist noch ein Welpe, die ist 6 Monate alt. Das ist was? Das ist ein Welpe, Bro. Der ist gefühlt größer als er, Alter. Ist eine sie. Ich bin jetzt gespannt, wie Canelo und Bonnie auf Yusi reagieren. Aber schöner Hund, wirklich. Ich bin wirklich sehr aufgeregt, oder Yusi? Was ist los, mein Chat? Hey? Schon süß. Also ich bin mir sicher, Canelo wird normal reagieren, aber bei Bonnie ist halt ein bisschen so die Frage, weil das ist auch ein Weibchen. Okay. Nicht, dass sie dann eifersüchtig wird. Yusi? Ah, der hat schon einen Hund. Magst du zu Canelo? Hä, magst du zu Canelo? Ist das ein Kampfhund? Ja, ja. Wir lassen jetzt Canelo raus. Aber eigentlich schöner Hund, finde ich so. Oh. Oh. Eieieiei. Ach, Canelo, das kann doch nicht da. Canelo! Direkt am Popo schnüffeln hier, oder was? Hä? Hast du wieder Druck? Boah, Canelo. Da geht's direkt ab. Stellt euch vor, Menschen werden so. Die verstehen sich ja schon mal gut, ne? Soll ich Juicy behalten? Schreibt es in die Kommentare. Sehr cool. Ich hab mir. So, ich hab heute eine militanten Veganerin Steak mitgebracht. Guck mal, wie lecker das aussieht. Findest du lecker aus? Ja, ein bisschen nach Tiermord. Oh, okay, Leute, das könnte ja schon mal kritisch werden. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, okay. Okay, nimm mal jetzt ein Steak. Zeig nochmal den Leuten, wie schön faserig so ein schönes Tier aussieht. Oh. Und wie schmeckt's dir? Boah, ich hab's wieder so vermischt. Oh, die militante Veganerin ist nach 3 Jahren zum ersten Mal wieder Fleisch. Das ist kein echtes Fleisch. Du bringst mir Fischstäbchen wieder bei, Steak wieder bei. Marius zeigt mir die Welt. Aber natürlich nur vegan. Es ist alles vegan. Aus dem 3D-Drucker. Was? So. Das ist Fleisch aus dem 3D-Drucker? Okay, krass. Das hört sich interessant an. Wer hat die besten Fans der Fußball-Bundesliga? Platz 1 bis 5. Oh. Let's go. Leipzig definitiv auf die 5. Die besten Fans? So. Leipzig muss ich auf die 5. Ich sag ehrlich. Geht nicht anders. Freiburg. Ich kenne mich da nicht so aus. Würde ich auf die 3 machen. Was würdet ihr sagen, Leute? Wer hat die besten Fußballfans? Wir bekommen als nächstes... Werder Bremen? Boah, Leipzig. Wolfsburg. Ups. Muss ich auf die 4 machen. So, ja. Platz 1 und 2 fehlt uns noch die absoluter Fail, sorry, Freunde. Eintracht Frankfurt. Frankfurt muss ich dann einfach auf die 1 machen. Stimmt. Frankfurt hat sehr krasse Fans. Deswegen hat man schon gesehen bei dieser Europa League, ne? Und auf Platz 2 der beste. Das ist richtig eskaliert damals, weiß ich noch. Stuttgart, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Krass. Oh mein Gott, Freunde, ich wette, diese 5 PlayStation 5 Version kennt ihr noch nicht. Was? Jeder von euch kennt ja wahrscheinlich die PlayStation 5, aber es gibt halt auch richtig krasse Sondereditionen, von denen sogar ich in meinem Leben noch nie vorher gehört habe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ganz wichtig, lasst schon mal ein Like da und wir starten direkt rein. Platz Nummer 5 ist einfach die vergoldete PlayStation 5 im Wert von über 10.000 Euro. Geht doch Standardskill. Alles, was da dran Gold ist, ist echtes Gold. Und ein deutscher YouTuber hat die sogar. Schreibt mal in die Kommentare. Standardskill, ja. Platz Nummer 4 ist einfach die Spider-Man PlayStation. Alter. Und die sieht so geil aus, wenn ihr sitzt im Hintergrund mit diesem Spinnensymbol in der Mitte, was aber so 3D-mäßig rausguckt. Platz Nummer 4 ist die Ghost of Tsushima-Version oder Tsushima-Version. Auf Platz Nummer 2 ist die PS5 und die hat extra so ein richtiges 3D-Design bekommen. Ihr seht schon die Seite, das geht nicht graviert, so, sondern es steht wirklich raus. Denn Freunde, auf Platz Nummer 1, ihr seht es im Hintergrund, es sieht nicht mehr aus wie eine PlayStation 5. Was ist das? Und Freunde, ich sage euch ehrlich, also wenn es dafür jetzt hier kein Abo gibt, dann bin ich echt enttäuscht, Freunde. Lasst ein Abo da, Digga, like das Video. Alter. Schreibt in die Kommentare, welche PS5... Ey, die ist mit Abstand die krasse. Die sieht aus wie so ein ultra heftiger Gaming-PC oder so. Wer von uns schafft es, von diesem gefährlichen Trampolin an Salto in diese kleine Box zu machen? Als erstes haben wir mit einer deutlich größeren Box gestartet und das war kein Problem für mich. Alter, dann kam Stefan und auch für ihn war es kein Problem. Als letztes war dann Tom dran und er hat es auch easy geschafft.
Level 2 war dann deutlich kleiner, aber ich hab's trotzdem noch geschafft. Boah, die macht so dann war Stefan Schraube dran und immer. Ist sogar richtig mittig in der Box gelandet. Wie machen die bei immer Tom so eine dachte Schraube? Ich echt, er schafft es nicht, aber er ist ganz knapp in der Ecke gelandet, also zählt's. Dann kam Level 3 und die Box war so unglaublich Alter. Klein, ich dachte, es ist unmöglich. Aber ich hab's einfach geschafft. Ah, stark. Dann wollte es Stefan versuchen und er hat es ganz knapp leider nicht geschafft. Ah. Als letztes war dann Tom an der Reihe und er hat es einfach geschafft. Zu dieser 1 Euro einfach so nehmen oder für 10 Euro diesen Ball hier in den Korb werfen. Schön wie 10 Euro. Ja, safe 10 Euro. Let's go. Kriegt man schon hin. Was? Ah, schade. Auch nicht. Auch nicht. Ja, ich pack mir den 10er und meine Zukunft. Alter, was? Jetzt eine letzte Challenge. Wer den Ball jetzt in einer einzigen Minute 10-mal in den Kopf wirft, kriegt 100 Euro. Oh. Drei. In einer Minute. Zwei, eins. Jetzt. Ja. Hey, Freunde, wenn er das jetzt schafft, bin ich broke. Boah, ich glaube, der schafft das nicht. Momentan habe ich einfach nicht viel Geld, das ich verschenken kann, ne? Aber theoretisch kann man das durch Kooperation ändern. Ja. Was ist jetzt eure Lieblingsunternehmen, damit sie uns sponsern und ich euch noch mehr Geld geben kann? Alter, wenn er das jetzt schafft. Hat er nicht, Alter, ne? Er hatte 9 Punkte, hätte er noch eingetroffen. Alter, aber trotzdem sehr stark. So öffnet man ein Schloss einfach einen Magneten. Nein, niemals. So nein, das geht nicht. So, hier haben wir ein Vorhängeschloss. Also das wäre zu krass, wenn das gehen würde. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir das Ganze ohne Schlüssel mit diesen Magneten hier öffnen können. Das sind sehr, sehr starke Küchenmagnete hier. Okay. Ich habe hier 4 Stück, okay? Vier an der Zahl. Die funktionieren? Das geht nicht, safe. 2, 3, 4, okay. Und damit sollen wir das öffnen können. Ich bin mal gespannt, Alter. Also wenn es gehen würde, würde ich echt sagen, Digga, dann kann ich die Vorhängeschlösser ja echt wegschmeißen. Das stimmt, ja. Also man sieht, es ist magnetisch. Ich glaube, das geht nicht, Leute. Was sagt ihr? Hier an die Seite machen, gell? Hier war es. So. Ja, genau. Die haben eins hingehängt. Ja. Und dann haben sie quasi nacheinander die anderen, das irgendwie durch den Impuls vielleicht. Ja. Dass dadurch quasi das Ganze aufgegangen ist. Okay, pass auf. Probier das einfach mal aus, ja? Okay. Und? Ah, okay. Na? Hat noch nicht funktioniert. Und? Oh. Drei. Und vielleicht jetzt der 4. und? 4 und? Ja gut, jetzt kann natürlich spekulieren. So öffnet man ein Schloss einfach ein Magnet. Probier mal einen Snackautomaten damit. Das hier ist kein normaler 100-Euro-Schein. Das ist wortwörtlich Schwarzgeld. Denn der Schein ist mit dem schwärzesten Schwarz der Welt angemalt. Und diese Farbe ist so schwarz, dass sie über 99% des Lichts absorbiert. Und Dinge, die damit angemalt wurden, wirken einfach wie ein schwarzes Loch. Alter, das sieht krass aus. Und den angemalten Schein wollten sie im Supermarkt auf jeden Fall nicht annehmen. Ich glaube, den können wir nicht annehmen. Okay. Die Bank erstmal auf den Tausch, bevor ich den Schein aber zur Bundesbank bringe, wäre es gar nicht so eine schlechte Idee, einen Snackautomaten zu besuchen. Boah. Ich kenne da sogar einen. Und ich hier glaub, ist auch schon der Snackautomat mit allen möglichen Leckereien. Mal gucken, ob er den Schein nimmt. Ich glaube, das geht nicht. Ey, was machst du da mit deinem Schwarzgeld? Den nehme ich jetzt mit. Weißt du, warum? Warum? Der wird paniert. Natürlich nimmt der Automat das Geld auch nicht, aber René war so nett und hat mir mal gezeigt, wie so ein Automat funktioniert. Zum Beispiel hat er mir gezeigt, wo das Geld eigentlich landet und wie man eigentlich so einen Automaten auffüllt. Am Ende des Tages bleibt was übrig, aber du musst überlegen, der Automat kostet 11.000 Euro, Miete, Strom und die Zeit, die du investierst. Und was ganz schlimm ist in Deutschland, du willst etwas verdienen darfst du nicht. Auf die Ansage habe ich René mal 5 Euro gegönnt und mir selber Takis. Nice. So 800 Newtonmeter oder sowas. Okay, Leute, ein Short von iCrimex hier. Boah. Okay. Ah, der testet hier so. Hat er schon mal geschafft. AMGs. Wir sind bei den 30 Punkten. Boah. Das hat auch noch. Die Reifen sind größer, der Wagen ist höher. Der müsste es ja eigentlich weiter schaffen. Würde mich sehr wundern. Junge. So, wir sind bei den 20 Punkten. Bis jetzt natürlich gar kein Problem. So ein AMG gewesen. Mit solchen Reifen sieht so komisch aus. Das war natürlich jetzt auch kein Problem. Jetzt sind wir bei den 30 Punkten. Jetzt sind wir bei dem Level, wo der normale AMG gescheitert ist. Ja. Und. Wow! Alter. Er ist noch da. Er ist noch voll da, Leute. War krass. Zwar auch unter Wasser, aber eben nicht so lange, dass der Motor kaputt geht. Er ist noch voll da. Er ist jetzt mit dem Offroad-Truck das nächste Fahrzeug, was die 45 Punkte erreicht hat. Mal schafft schauen, noch ob eine? Das Fahrzeug jetzt weiterkommt als der Offroad-Truck. Let's go, Offroad-AMG, let's go! Oh. Nein. Boah, ich glaube, hat er noch geschafft, ne? Oh, Leute, ein Big Domino. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Oh, es geht los! Alter, es geht jetzt komplett los. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Boah, das sieht schon echt sehr satisfying aus, Leute. Es hat 9,6 Millionen Likes. Sehr krank. Okay.
Bruder, wie viele Karten hat dieser Typ auf den Boden gelegt? Ist das so eine Endlosschleife, die wir uns gerade angucken? Nee, ne? Oh. Oh. Oha. Er hat so ein Bild gebaut. Ich weiß zwar nicht, was da steht. Leute, könnt ihr die Sprache? Ich weiß nicht, was da steht. Hey, Lust zu verlieren? Nur weil du reich bist, heißt es nicht, dass du gewinnst. Wetten? Ich zeig dir, wer Geringverdiener ist. Geht los! Millionärskind spielt Fußball, Leute, okay. Rote Karte, runter vom Platz! Alter. Hallo Schiri, sagen wir, das war gar kein Foul. Okay. Schiri, Foul! Das gibt Elfmeter! Hallo, sagen wir, du hältst den Ball nicht, okay? Hey, to win. Nein, natürlich nicht. Ganz sicher? Okay. Alles einfach bezahlen, Junge. Hey, der Ball gehört sowieso mir. Ich gehe jetzt einfach. Viel Spaß beim Spielen ohne Ball. Wolle ehrenlos. Hey, Lust zu verlieren? Das hier ist das wohl härteste Heidensieg überhaupt auf meinem Kanal. Nur 0,001% aller Menschen schaffen es, mich in diesem Heidensieg hier zu finden. Oh. Die letzten Folgen okay, aber diese Folge, ihr werdet es nicht schaffen. Okay, ich hab Beweis schon gefunden, und zwar hier. Zeit. Ihr müsst dann eure Augen zumachen und ich werde mich hier irgendwo verstecken. Und wenn ihr die Augen aufmacht, habt ihr 10 Sekunden lang Zeit, mich zu finden. Wenn ihr es schafft, müsst ihr den Kanal abonnieren. Wenn ihr es nicht schafft, dann gar nichts, Junge. Okay. Aber okay, Freunde, labern wir nicht langsam. Seid ihr bereit? Schließt jetzt eure Augen. Okay. Macht deine Augen zu. Du musst Augen zu, Leute. Du darfst nicht schummeln. Okay, dann fange ich an, mich jetzt zu verstecken. Lass deine Augen zu. Kann ich jetzt Augen öffnen? Das muss wirklich krass sein, Leute. Ja, doch, hier. Yes, yes, wild. Okay, ich bin jetzt in meinem Versteck. Bist du bereit? Dann mach die Augen auf in 3, 2, 1, boom. Schreib. Yo, ich habe ihn direkt gesehen. Was? Das ist ja voll schlecht. Der ist hier in diesem Getränk drin. Lass dein Abo da, aber ihr werdet mich nicht finden. Safe, ist ja richtig schlecht. Das hier ist das. So öffnet man easy eine Kokosnuss. Oh Leute, Kokosnuss öffnen? Ich probiere es einfach mal erstmal mit dem Hammer. Ich habe mir noch nie so eine Kokosnuss geholt, schnell. So eine ganze. Krass. Ich würde die wie Knossi bei Seven vs. Wild öffnen. Mit Machete. Boah, ist das geil. Wenn das schon so leicht ging. Ja, Junge. Boah, geht voll gut eigentlich, ne? Wie easy ist es bitte? Ich glaube, leichter kann man es nicht machen. Aber es hat ja auch noch Fleisch drin, ne? Ich habe immer gehört, dass eine Kokosnuss richtig gut helfen soll bei einem Kater, weil das richtig viele Elektronen hat. Ich schwöre, schmeckt bestimmt das richtig gut. Die Kokosnuss. Frage ist jetzt, wie ich an das Fleisch komme. Boah, ich glaube, da braucht man schon eine Machete, ne? Boah, die ist viel zu alt. Irgendwie ist es cool, so eine Kokosnuss zu öffnen. Der härteste Boxautomatschlag der Welt! Boah. Okay, wir haben jemanden. Oh mein Gott, yo, Alter! Max, Maximum Punkte. 999. Yo, baby. Alter, was war das für ein Kick? Alter, imagine, du machst da einen 360 Roundhouse Kick. Boah, ey, ist ein Pferd, ne? Oder was? Nein, Fam, Bro, nicht mit dem Pferd. Mit dem Huf, no, oder? Alter! Lasst ein Abo da, wenn ihr auch schon mal gegen Junge, den Boxer Achtung, geschlagen habt. Ey, dieses Pferd wird komplett ausgerastet jetzt. Bro, niemals wieder das machen. Was macht er? Was macht er? Oh. Wow, der Boxautomat. Ich war jetzt 2 Tage nicht daheim und es wird Zeit zu sehen, wie weit die Ameisen in ihrem neuen Zuhause gegraben haben. Ich habe selbst noch nicht reingeschaut und bin jetzt mega gespannt. Oh mein Gott, Lol. Wie ist diese Höhle denn bitte geworden? Das ist ja voll das Dreieck, was die da bauen. Da sind auf jeden Fall auch ein paar Ameisen hinzugekommen. Digga, wie groß ist diese Königin da? Haben sie dann den ganzen Bro, die ist gefühlt so groß. Zeit, mal ein bisschen aufzurollen. Dazu muss aber als erstes alles mal raus. Wunderbar, ein bisschen Sand habe ich auch mit rausgenommen. Dann noch die Tränke mit neuen Zuckerwasser füllen. Ich finde immer noch, die sieht so süß aus. Alles andere kommt auch wieder zurück an seinen Platz. Ein paar Samen als Futter gab es auch noch und schon sieht alles wieder tipptopp aus. Und ihr wolltet unbedingt noch einen Livestream mit den Ameisen, damit ihr sehen könnt, wie sie live ihre Gänge bauen. Das machen wir morgen Abend. Also meldet euch hier schon mal an und macht das lustig, um nichts zu verpassen. Ich weiß. Kann ich Mario Kart programmieren in nur einem Tag? Oh. Die Berge waren leicht zu machen, dann eine krasse Textur. Da bin ich gespannt. Und einen besseren Himmel. Ich weiß, er hat auch mal Brawl Stars programmiert, auf jeden Fall. Deswegen, ich kenne ihn auf jeden Fall. Wir schauen mal. Ja, hat perfekt geklappt. Und schon sah es ein bisschen Nintendo-mäßig aus. Schon. Und die Steuerung für das Auto zu erstellen war auch nicht ganz so leicht. Teilweise hat sich das Auto einfach überschlagen. Aber mit der Zeit habe ich es hinbekommen.
Dann kam natürlich die Rennstrecke, die man entlang fahren muss. Ich habe einfach eine normale Straße genommen. Ja. Sah auf den ersten Blick gut aus, aber sie war einfach in der Luft. Konnte ich aber beheben und dann sah das Ganze in Ordnung aus. Jetzt bräuchte ich nur noch gute Fahrskills. Als Dekoration habe ich einfach 10.000 Bäume platziert. War aber ein bisschen zu viel und teilweise waren die dann auf der Straße. Kommen wir aber zu den Gegnern. Ich musste einfach programmieren, dass das Auto des Gegners automatisch die Straße entlang fährt. Das war der erste Versuch. Ich würde sagen, geht besser. Das war dann schon viel besser, auch wenn der Gegner oft noch aus der Bahn geflogen ist oder sich überschlagen hat. Dann natürlich noch Runden hinzufügen und einen Text, der anzeigt, in welche Runde man gerade ist. Alter, das ist so stark. Damit es nicht langweilig ist, natürlich noch Bomben. Wenn man damit einen Gegner trifft, hat er garantiert schon verloren. Oh, Leute. Ah! Bro! Was machen die denn? My phone! Bro, was machen die? Das tut mir einfach nur weh, das zu gucken. Junge, was machen die denn? Was war das für ein Video, Junge? Und mein dritter Wunsch ist, Meister, also aus Tradition befreit der dritte Wunsch normalerweise den Genie. Also ich soll meinen letzten Wunsch einfach so verschwenden? Naja, also das Ende von 10.000 Jahren Gefangenschaft in einer winzigen Lampe würde ich jetzt nicht so bezeichnen, aber... Na schön, dann wünsche ich mir unendlich viele Wünsche und einer davon ist, dass der Genie frei ist. Nein, das geht nicht. 3 sind Maximum. Ah, ich fäng's an, so wie ich wünsche mir ein Abo und dass der Genie frei ist. Nein, das auch nicht, das wären 2 Wünsche. Ich wünsche mir, dass befreite Genies noch Wünsche erfüllen. Aber das ändert gar nichts. Bitte, Meister. Ja, aber was, wenn ich mir Weltfrieden wünschen wollte? Hä? Ist das nicht ein bisschen egoistisch von dir? Bei allem Respekt, euer erster Wunsch war unendlich viel Bubble Tea. Und das war schlau. Und euer zweiter Wunsch war, dass ihr nie wieder auf Toilette müsst. Und das war noch schlauer, weil ich wollte an diesem Gewinnspiel teilnehmen, wo man seine Hand nicht von dem Auto nehmen darf. Nein, weiß nicht. Ihr hättet euch das Auto auch so wünschen können. Leute, welche 3 Wünsche würdet ihr euch wünschen? Ich glaube, Real Talk, ich würde mir wünschen, dass ich nicht mehr schlafen müsste. Dann hätte ich so viel mehr Zeit und könnte so viele coole Sachen immer machen. Das wäre geil. Weltfrieden das Auto wünschen? Nein, denkt an mich. Weltfrieden würde ich mir auch wünschen als zweites und als drittes... Unendlich viel Mate. Ich? Ah, genau. Obwohl der Genie sich schon hunderte Male vor Publikum eingepinkelt hat, hält er seit 2 Wochen an dem Auto fest. Also mir wäre das nicht passiert. Wenn heute meiner Mama einfach mal alle 10 Minuten 100 Euro geben, Leute. Bitteschön. Hä? Hä, was? Was hab ich dir denn getan? Ich meine, nix? Was muss ich dafür tun? Gar nichts, das ist einfach nur für dich. Das ist einfach nur für dich. Oh mein Gott, wie wird sie reagieren? Also, wenn das kein Video ist, dann mache ich jetzt 5-Tage-Video mit dir. Das ist gerne. Das ist unser Teller. Ich weiß nicht, ob der mir ist. Aber wir können das so machen, dass ich dir den einfach für 100 Euro abkaufe. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob der Teller mir ist, aber dann nehme ich ihn gerne mit. Ich habe noch mehr Teller. Ja, ist kein Thema. Warte. 100, 200. Hey, danke. Danke. Das Auto, Mama? Ja. Ja? Ja, für die Meinung. Für einmal Sprit, ne? Nee, das war für einfach, dass du das Auto magst. Oh mein Gott. Können wir den Rest auch noch machen? Oh, Lukas. Was ist denn mit dir los? Bitteschön. Bitteschön. Das ist süß. Bitteschön. Feier ich. Das ist eine coole Aktion, ne? Ist eine coole Aktion, kann man machen. Glaubt ihr, dass diese Brotdose als U-Boot funktioniert? Mini-Mini-Paluten, wir finden es heraus. Alter, einfach Brotdose mal U-Boot. Hier ist ein Fluss. Und jetzt? Wir müssen das U-Boot beschweren. Der Stein ist nicht schwer genug. Oh ja, der ist... Ja, es ist noch kein 100%iges U-Boot. Das klappt. Aber wir müssen tiefer gehen. Oh ja. Leute, glaubt ihr, Mini-Paluten ist noch trocken? Also so funktioniert es als U-Boot. Meine Hand ist so kalt. Ich glaube nicht, dass der trocken ist. Der große Moment. Glaubt ihr, Mini-Mini-Paluten ist noch trocken? Nein. Nein. Komplett nass. Der Junge ist fast ertrunken. Ich finde diese Shorts von Paluten immer sehr lustig, Leute. Glaubt? Auf jeden Fall würde ich auch sagen, Leute, das soll es gewesen sein. Es waren richtig coole Shorts mit dabei. Lasst gerne ein Like, dann kostet das Abo. Bis dann. Ciao, ciao.